Damit du ein ganzes Miro-Board oder Teile davon kopieren kannst, brauchst du einen Miro-Account. Für Lehrpersonen oder Personen aus dem Bildungsbereich ist das gratis. Es braucht allerdings ein bisschen Zeit, bis dein Account dann wirklich aktiviert ist. Ein ganzes Board kopieren kannst du über einen Klick auf den Titel hier oben links und hier wählst du Duplicate Board und bereits bist du in einer Kopie drin. Da schon ziemlich eingetaucht mit einem. Ich scrolle ein bisschen zurück, um den Überblick zu haben. Den Titel kannst du natürlich noch ändern, damit es wieder einigermaßen einleuchtend benannt ist. Und schon bist du bereit. Hier hat es natürlich jetzt diverse Dinge, die du gar nicht mehr brauchst. Es wurden ja auch die gesperrten Spielwiesen mitkopiert. Die kannst du mit Long Press to Unlock auswählen und dann ja löschen oder anpassen, wie auch immer. Ich zeige dir noch eine weitere Möglichkeit. Ich bin hier zurück beim ursprünglichen Board und in diesem Fall möchte ich jetzt nur einen Teil kopieren, zum Beispiel diese Spielwiese. Da halte ich die Umschalttaste gedrückt und überfahre alles. Das bewirkt, dass eben alle Elemente, die jetzt überfahren werden, ausgewählt werden und nicht das Board verschoben wird. Hier nun wähle ich Copy oder Befehl C kann ich auch. Ich gehe zurück zu meiner Miro-Übersicht und mache ein neues Board. Ich klicke das weg, ich will ja keine Vorlage und hier nun mit einfügen, also Rechtsklick, Paste oder Befehl V, wird die gesamte Spielwiese hier eingefügt. Ja, und damit viel Erfolg und viel Spaß bei der Arbeit mit Miro.